Na, wir rabbeln. Okay, so, willkommen zurück. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was gemacht. Die Mine habe ich diesmal noch nicht, die mache ich jetzt gleich noch. Nur irgendwie hier war ich das letzte Mal überhaupt nicht. Da habe ich irgendwas verpeilt. Mal gucken, was es hier noch so zu holen gibt. Okay, das steht schon mal fest. Elektrisches Schwert? Ja, leck mich am Arsch. Bin ich schon so hochstufig? Ist ja heftig. Elektrisch. Na, warum nicht? Was gibt's hier noch? Auf jeden Fall gibt's einen Griff. Der macht hier auf. Ich nehme mal an, der hier. Ich hier danach auf. Na klar. Und mit der Kette kann ich wieder beides zumachen. Wäre ein bisschen schwach, bin ich jetzt. Will ja erstmal hier durchgucken. Was haben wir denn? Ja, ich kriege jetzt regelmäßig Elfen- und Zwergensachen. Also ich denke mal. Ja, also ruiniert die Bücher nehme ich jetzt nicht mit. Ich denke mal, ich bin so hochstufig, dass das mittlerweile klappt. So, jetzt machen wir eins. Erstmal speichern wir. Weil wir haben wieder ein bisschen Erfolg. Aber keine Lust, wieder alles zu verlieren. So, dann lade ich mein Schwert. Dafür müsste ein Winziger reichen. Na komm, zeig mir. Zack. Ja, aber nur mit Armseliger ist natürlich blöd. Naja. Gewöhnlich. Kleine habe ich auch ein paar. Großer, gewöhnlich habe ich mittlerweile 24, also da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was verzaubern. Ich glaube, das werden wir mal schnell machen. Außerdem gucken wir jetzt mal schnell Waffen, wie gesagt, Schwert. Ja, mein Inventar ist zu voll. Ich habe ja schon gesagt, ich muss mal offscreen zu dem Haus gehen. Naja, da lohnt sich ja nicht fast, einen gewöhnlichen reinzumachen, da ist es nämlich voll. So. Gibt es irgendwas, was wir entzaubern können, was nicht so wertvoll ist? Was noch zu wertvoll ist, will ich noch nicht machen. Nee, über 500 nicht. Das könnte man machen. Ja, Necklace nicht, weil das kann ich ja sowieso selber behalten. Ja, den ganzen Rest kenne ich eh schon. Die sind viel zu gut. Und Necklace hier, das ist Quatsch, weil das kann ich mir ja nicht dran machen. Genauso wie die Ringe. Ich habe ja Unlimited Rings und Amulets. Also wenn dann die Rüstung vielleicht, ja, würde was für Zauberung bringen. Ja, komm. Jopp. Ja, wie gesagt, das Necklace nicht, das Amulett. Oder Kette, das noch. Jawohl, jetzt haben wir schon fast. So, was könnte man denn ein bisschen verzaubern? Daedrisch. Ich habe ein daedrisches Schwert. Cool. Sieht doch gar nicht so hässlich aus mit den paar Mods, die ich drauf habe. Das sah früher immer viel beschissener aus. Oder waren das die Orkischen, die so scheiße aussahen? Das Daedrische sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnten wir uns fast mal verzaubern. Jo, was haben wir denn noch? Glas. Okay, cool. Aber mich würde ja mehr interessieren jetzt eigentlich, was ich noch an Ringen habe, die ich eventuell verzaubern kann. No? Keine? Ach so, die Amulette kann ich dann, na klar. Na komm. Was können wir denn da dran machen? Alchemie verstärken. Auch nicht schlecht. Blocken, einhändig. Gesundheit ist natürlich gut. Magika wäre auch nicht schlecht. Resistenz wäre ganz geschickt. Aber 8% ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Da lohnt sich ja eher erstmal nur die Schmiedekunst und so Quatsch.
zweihändig ganz bestimmt nicht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wiederherstellungszauber, sie kosten weniger. Ja, komm, das machen wir doch glatt mal. In welchen Seelenstein machen wir rein? Bestimmt nicht den mächtigen. Wir machen den. Ha, 3% gerade mal. Bringt mir das. Naja, komm, ich kann später immer wieder weiter bezaubern. Ich sammle ja jetzt eh Seelen. So, was haben wir denn noch? Ja, das zum Beispiel haben wir ja auch mit noch nichts drin. Dann verzaubern wir das mal. Na, mit Veränderung nicht. Aber meinetwegen mal mit 3% Magieresistenz ist ja voll für den Arsch. Also das bringt mir ja gar nichts. Wenn ich hier nur einen gewöhnlichen reinmache, habe ich gerade mal 9 Punkte. Also das ist Quatsch. Naja gut, aber 9, 9, 9, 9, 9. Ich habe genug so komische Sinnlos-Amulette. Ach, warum denn nicht? Hier, zack, Amulett of Love. Da machen wir auch nochmal Gesundheit rein. Und dann los geht's. Das Amulett of Time. Da machen wir was anderes rein. Was machen wir denn da rein? Vielleicht einhändig. Verzauberung verstärken geht nicht, ja? Seelenfalle, Mut des Jägers, sowas geht natürlich nur auf Waffen, das ist klar. Aber wie wäre es mit Alchemie verstärken? Warum denn nicht? Ja, das sind sie zwar nur 3% besser, aber naja, besser als gar nichts, okay. So, was haben wir noch? Ancient Nord hätten wir noch. Ah, da kann gar nicht das rein. Cool. Da kann überhaupt nichts rein. Warum denn das nicht? Hä? Ey, was soll denn der Scheiß? Ja, dann können wir das rausmachen. Wie sieht's mit dem aus? Darf ich da? Ja, da darf ich. Dann machen wir nochmal die Wiederherstellung billiger. Sorry, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Dass ich das auch nochmal ein bisschen machen könnte. Naja, sehen Sie wohl. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Arkai-Charm. Da können wir nochmal die Gesundheit erhöhen. Und dann machen wir da nochmal so einen gewöhnlichen Seelenstein rein. So, und dann hätten wir... Ach ja, die ganzen anderen Sachen, die bringen jetzt aber auch nichts, weil ich sowieso wenig tragen werde. Das ist Quatsch, weil die müsste ich tragen. Wie sieht's denn damit aus? Verzaubern mit Gesundheit. Naja, 9, 9, 9 und 9, das gibt auch was. Was soll's denn? Dwarf Trinity Talisman. Da machen wir noch mal. Was machen wir denn da rein? Einhändig verstärken, dann mache ich mehr Schaden. Machen wir einfach nochmal Alchemie rein. So. Und das war's dann aber auch. Zack. So, schon wieder verbessert. Und dann schnappen wir uns den ganzen Blödsinn und ziehen ihn an. So, den habe ich schon. Omelette Commerce. Ach so, davon geht nur eins. Warum? Das ist ja auch hohl. Ja, dann nehmen wir lieber Increase Your Health erstmal. Das bringt mir jetzt hier unten mehr. Das darf ich auch nicht. Also, wo wirklich Amulett steht, darf ich nur eins. Ne? Das ist ja ein schöner Scheiß. Also, was hier so selbstgeschmiedete Sachen sind. Ja, das ist ja ein Quatsch. Und wie sieht es hiermit aus? Geht auch nicht. Ja, ihr wollt mich doch verarschen. Naja, dann nimm den. So. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas, was ich noch machen darf? Das habe ich schon. Bella. Ja, ist ja wahrscheinlich genau dasselbe. Dann lege ich den anderen wieder ab. Ja. Den Arkai. Ja, so ein Blödsinn. Also was in-game ist, darf ich unendlich. Was ich aber selbst geschmiedet habe, nicht. Da geht nur eins. Naja, dann lassen wir jetzt den Dibella drin. Der bringt mir 9 Lebenspunkte. Und dann war das natürlich jetzt sehr sinnvoll. Cool. Naja. Okay. Die hat man gelehrt, ja.
Hier gab es nur ruinierte Bücher und hier gab es auch Bücher. Das ist ja eigentlich so dunkel. Ich habe doch eigentlich mein Licht an. Ja, wo kommen wir denn jetzt raus? Bestimmt da, wo ich vorhin von der anderen Seite rüber gucken konnte oder so. So. Ist das was? Na klar, das sind Rollschäden, her damit. Okay. Das ist nichts, was ich aktivieren kann. Ja, die Mine, wie gesagt, die kann ich ja dann auch mal irgendwann machen. Jetzt passen wir mal ein bisschen auf. Naja, da unten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aha. Von euch hat auch nicht klopfen lassen. Figur. Was warst du denn für ein Spasti? Sowas. Jo. Na, da unten müssen wir noch irgendwie hinkommen, ja. Ich glaube, das geht hier drüber sogar. Ganz normal. Einfach. Lucky Chip Chip. Es klingt so. Ich höre gerade was. Gib mir das. So, was kennen wir jetzt? Ätherische Gestalt. Ah, okay, cool. Unsichtbar werden. Warum denn nicht? Silber sogar. Oh, das wäre natürlich schön. Also ich würde sagen, ich muss jetzt mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich muss die Silber- und die Eisenmine ausräumen. Schauen, was es hier noch so zu holen gibt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder vor der scheiß Tür stehe und wieder nicht klarkomme, wie ich die aufmache. Erstmal bis hierhin, vielen Dank und dann bis gleich. No? Okay, also ihr seht, ne? Mine ist leer. Sonst leuchtet es ja so schön. Ist da was drin? Also ich hole mir die Sachen auch wirklich nicht hier per Konsole oder so ein Scheiß. Ich stelle mich da halt 10 Minuten hin und räume die Mine aus. Habe ich das Ganze jetzt gerade unten auch noch bei der Silbermine gemacht. Genauso wenn ich Holz mir holen will. Das ist halt einfach pervers, das dauert. Aber muss ja sein. Ach so, hier ging es ja nicht. Aber Moment, irgendwo ging es doch hier runter. Irgendwo ging es doch hier runter. War es echt nur da hinten? Ist nicht von irgendwo anders schon runter? Nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Okay, also gehen wir halt wieder hin. Schatz ist halber, kann ich mich ein bisschen in die Lampe stellen. Die Wiederherstellung ist noch nicht verbessern. Kommt noch nicht ganz hinterher, aber passt schon. So, zurück da, wo wir hin wollen.
gut, den nervigen Weg hätte ich natürlich jetzt noch rauscutten können, aber ich wollte euch eben einfach zeigen, ich räume die Minen wirklich aus. Ich arbeite für das, was ich kriege. Und wenn das dauert, dann dauert es halt leider. Manchmal ein bisschen nervig. Wenn man da wirklich denkt sich, heute will ich mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Und dann steht man da in Skyrim. Und die 3-4 Stunden, die man mal am Stück zockt, da steht man nur da und hackt Holz. Denkt sich, irgendwann wird es langweilig, aber naja gut, ich kriege ja Geld dafür. Nicht zu knapp, wenn ich das abgebe. Von daher, was soll's. Nee, Quatsch, wir müssen schon da hinten hin. Lydia, sorry, ich mache ja ein bisschen Konfusität. Sinnlos, was ich jetzt gemacht habe, aber gut. Vielleicht kriegst du trotzdem was für Wiederherstellung, was soll's. Hier geht's lang. So. Da oben war noch eine Feuerfalle, die gucken wir uns jetzt nochmal an. Ich will wissen, was das sonst noch war, außer der Feuerfalle. Auf jeden Fall ist der Traukel reingelatscht, das steht schon mal fest. Ich werde auch gleich durchlatschen. Reagiert schon gar nicht mehr, weil der eh schon drin ist. Naja, gut, was haben wir hier? Eine Kiste. Elfenschild. Ja, Frost unterdrücken. Ja, warum denn nicht? Hier gibt es einen Trollschädel. Oh, ein bisschen gescheite Steine, warum denn nicht? Ah, bestimmt auch noch Gegner. Ich soll vielleicht auch mal zwischendurch wieder speichern. Naja gut, irgendwelche Erker, wo man rausgucken kann, aber mir auch nicht, wie es aussieht. Weil runter kommt man hier nicht. Ja, man kann runterstürzen. Das würde mir wahrscheinlich nicht noch sehr wehtun. Na, gar nicht. Macht Lydia das auch gleich? Nee. Die nimmt den langen Weg. Mensch, na, hast du Angst um deine Gesundheit oder was? Gib mir dein Zeug. So. Also das letzte Mal war ich wahrscheinlich sogar schon richtig, dass wir runterstürzen, weil da hinten scheint es so weiter zu gehen, da geht der Pfeil hin. Und ich glaube, da bin ich auch schon rein. Ja, da sind sie. Genau. Das sind diese komischen Steine. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich das machen soll. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich so, ob wir uns einen Trauger holen. Wir können den ja ziehen. Da liegen jetzt mal zwei, drei Stück. Skelette wird wahrscheinlich vom Gewicht her nicht reichen. Nehme ich ganz schwer an. Ich werde schon einen Trauger brauchen. Ich habe dieses Ding da noch nicht so ganz kapiert irgendwie, wie ich da... wie ich das mache. Irgendwie, vielleicht bin ich auch zu blöd. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist das ein voll einfaches Rätsel und ich bin doof. Irgendwie kam ich damit immer nicht klar. Jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt gelöst kriegen. Oder ich bräuchte einfach ein paar mehr Gefolgsleute und müsste den Befehlen warte hier. Und dann mache ich das so lange. Maybe. So, jetzt nehmen wir erstmal das Skelett mit. Vielleicht reicht es ja sogar, aber ich glaube mal nicht. Nee, reicht nicht. Das wiegt nicht genug. Wenn ich es oben drauf lege. Ja, Boller drunter war ja klar. Also geht nicht. Und da vorne. Von da wirkt es sowieso nicht. Es wirkt irgendwie von der anderen Seite. Von hier. Ne, es reicht nicht. Ja, es ist nämlich irgendwie cool. Okay, so habe ich die sozusagen alle aktiviert. Ja, fast alle. Einen immer wieder nicht. Dann wohlt und durch, habe ich gedacht. Aber irgendwie... Moment mal. Wir machen mal eine Speicherung. Jetzt bin ich halt immer mit TCL durch. Ich habe da ein paar Sachen probiert und gesagt, leck mich doch am Arsch. Von Kackeiern. Aber irgendwie muss das ja funktionieren. Kann man hier nicht
irgendwo eine Trauke. Komplett, das wäre sinnvoll. Wir haben auch nur so billige Skelette überall liegen. Ja, das ist bestimmt mit Absicht. Musst du sonst wohin latschen, musst du wieder was zu holen. Ich probiere das jetzt. Den Ehrgeiz habe ich jetzt. Ich will mich nicht schon wieder durchschieben. Da wäre einer, immerhin was. Hier wäre noch einer. Du kommst jetzt mit. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir wieder da sind. Fast nicht nervig. Also ich würde sagen, für die, die das nicht sehen wollen, skippt drüber weg. Das wird der Rest dieses Videos werden. Der Versuch. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich doch wieder hier die Konsole und sage, leck mich doch am Arsch. Aber das probiere ich jetzt mal, ob es damit vielleicht klappt. Ja, für die, die es nicht sehen wollen, dann guckt beim nächsten Part weiter, weil da wird es dann sinnvoll weitergehen. Alter, ich bin aber auch ein lahmes Schwein, ey, wenn ich hier jemanden rumschleppe. Naja gut, der wiegt halt auch was, ne? Also im Skelett war ich relativ schnell unterwegs. Aber der wiegt ja ein bisschen mehr, da sind ja noch teilweise Sehnen und alles dabei. Das ist sozusagen so ein Zombie oder sowas. Das ist ja nicht nur ein reines Skelett. Deswegen könnten wir eine Chance haben, dass der ein bisschen was wiegt. Und dass der das auslöst. Einer liegt noch oben, der wird mir ja vielleicht sogar reichen. Dass ich dann irgendwie durchkomme. Mal gucken. Put, 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 put. Ist das nervig. Probieren wir das. Wenn das nämlich mit dem einen klappt, hole ich mir den zweiten noch und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ja, das ist ja bescheuert hier. Viertelstunde zuzugucken, wie ich da rumschleiche. Den Typen mit mir mitzerr. Ja, cool. Aber was muss das muten? Geht ja schlecht anders. Wie gesagt, ich will das jetzt mal probieren. Ich habe das noch nicht so probiert. Ich habe es immer mit Skeletten probiert. Aber vielleicht ist der ja schwer genug. Das auszulösen. Ah. Anscheinend nicht. Och nö, das hätte doch klappen können. Ey, nicht so weit rüber. Auf. Zu Papi. Sag mal, Junge, du nervst. Sag mal, was soll denn das? Kann man dich denn nicht da drüber zerren? So, ja, so in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Irgendwie. Oh, fuck. Hallo? Also ich schätze mal, es gibt noch eine Möglichkeit, die heißt Follower. Mehr Follower dabei haben. Die dann da stehen lassen und sagen, warte hier. Weil das scheint nicht zu klappen. Da tut sich nichts. Da muss ich genau. Kann es sein, dass ich ein bisschen blöd bin? Hier, wenn ich stehe, warte mal. Komm mal her. Jetzt geht immer noch nicht. Okay, das ist anscheinend zu leicht. Also gut, dann damit ich irgendwie noch weiterkomme und hier stundenlang vor dem Scheißding stehe und mich frage, wie ich da durchkomme. Bis zum nächsten Part, wo ich dann auf der anderen Seite stehen werde. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Macht's gut.